at a tree, I remember how it started. Hallo allerseits, ich werde heute endlich mein Süßigkeiten-Testen-Video für Juli abdrehen. Ich habe hier schon mal alle Süßigkeiten auf mein Bett gelegt, die ich testen werde. Und jetzt muss ich nur noch die Kamera aufbauen und beziehungsweise das Stativ mit der Kamera holen. Und dann werde ich testen. So, und ich war verzweifelt auf der Suche nach einem schönen Hintergrund in meiner Wohnung. Ich kann ja immer nur direkt vor dem Fenster filmen, wenn ich hier filme. Naja, der Schrank, die Tür, sieht nicht so schön aus. Das Bett ist jetzt auch nicht so toll dekoriert. Ich habe nicht viele Kissen und keine schönen Kissen und keine Decken und alles. Und hier, na gut, der Staubsauger, die müsst ihr euch jetzt wegdenken. Ich bin am Putzen gewesen, habe schon Schlafzimmer geputzt, Bad, Hasenbereich. Den Bereich hier will ich zum Schluss putzen, weil ich ja noch Close-Ups von den Süßigkeiten machen muss. Das werde ich dann hier machen. Und da wird bestimmt noch was bröseln, deswegen habe ich jetzt erstmal Pause eingelegt. Aber naja, hier sieht es halt auch nicht so schön aus, vor allem weil man hier dann das Gitter im Hintergrund sieht. Und ja, ich hätte gerne, dass man den Schminktisch sieht, aber wenn ich hier sitze, sieht man mehr den Schreibtisch und den Bildschirm, und der Bildschirm, wenn er an ist, flackert in der Kamera. Und ja, und das hier ist auch blöd, weil da sieht man dann irgendwie den Spiegel. Außerdem habe ich dann hier wieder auf der einen Seite hell, auf der anderen Seite dunkel. Deswegen bin ich ein bisschen betrübt, dass ich keinen schönen Hintergrund habe. Und dann würde ich am liebsten schon wieder die ganze Wohnung umstellen, umräumen, würde neue Möbel gerne haben wollen und ach, naja. Jetzt drehe ich erstmal mein Süßigkeiten-Testen-Video, damit ich das endlich mal habe. Ich habe heute schon das Food Diary für morgen geschnitten, für euch dann heute, wenn ihr das seht. Und Daily Vlog ja sowieso. Und das Süßigkeiten-Testen-Video soll dann am Freitag auf meinem Beauty-Kanal on gehen. Ich habe übrigens mein Fenster neu dekoriert. Und zwar habe ich die blühende Pflanze, die hat mir meine Mama mitgebracht. Die habe ich jetzt hier hingestellt. Und dann die ganzen Kerzen. Und die Pflanzen habe ich hier hingestellt, aber das gefällt mir nicht so. Ich hätte hier lieber Rosen und blühende Pflanzen. Deswegen werde ich die Blumentöpfe wahrscheinlich im Schlafzimmer aufs Fensterbrett stellen. Mein heutiges Outfit ist ein weißes T-Shirt, Jeanshemd, Skinny Jeans von H&M. Ich habe heute voller Entsetzen festgestellt, dass von gestern, als ich den Löwenzahn gepflückt habe, der Flecken auf meiner Hose gemacht hat. Ja, und Löwenzahnflecken gehen ja nicht wirklich raus. Deswegen mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen um meine Hose, weil das ist meine Lieblingsjeans mit. Ich mag die sehr, sehr gerne und jetzt hat sie Flecken von Löwenzahn. Ich muss mal schauen, ob ich da so ein spezielles Fleckenmittel für Löwenzahnflecken bekomme. Ich glaube bei, wie heißen die Fläschchen, Beckmanns? Ich glaube davon gibt es eins. Das muss ich unbedingt mir besorgen und hoffentlich geht das dann raus. Ich hatte nämlich schon mal einen Pulli, den ich sehr gerne mochte. Der hatte Löwenzahnflecken. Ich habe ihn gewaschen. Habe Fleckenmittel drauf gemacht. Jetzt nicht speziell für oder gegen Löwenzahn, aber auf jeden Fall Fleckenmittel. Und die Flecken sind nicht rausgegangen und letzten Endes musste ich ihn dann wegschmeißen. Ich hoffe, das passiert mir mit der Hose nicht. Achso, also es war's. Die Ohrringe von H&M. Das Armband von H&M. Und das war's. Kette kann ich ja im Moment nicht reinmachen, denn von meiner Sternzeichenkette ist ja die Kette gerissen. Und ich müsste mir eine neue kaufen, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe. Deswegen kann ich die nicht reinmachen. Nagellack ist von gestern. Das ist ein alter von P2, ein uralter aus einer LE, brauche ich euch gar nicht zeigen. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich ihn euch zeigen soll, aber da er schon Jahre alt ist, kann man den sowieso nicht mehr bekommen. Von dem her, ja, macht es ja dann keinen Sinn. So, dann versuche ich jetzt mal, soweit es geht, ich hoffe, ich mache das auf, weil hier sieht man wieder den Wäscheständer. Auch nicht schön, wenn man einen Wäscheständer im Hintergrund sieht.
bin etwas eingeschränkt hier in der Wohnung. Oder ich muss einfach alles anders stellen, aber kann ich ja irgendwie auch nicht, weil kein Platz ist, um es anders zu stellen. Nun ja, also ich drehe jetzt mein Süßigkeiten-Testen-Video. Schaut die beiden an, komplett relaxed. So süß, ihr zwei. So, also ich habe das Video jetzt abgedreht und muss jetzt schauen, dass ich noch zur Post komme, weil mir haben zwei Abonnentinnen geschrieben, dass sie was für mich geschickt haben und ja, ich bin so neugierig. Ich schaue mal, ob das jetzt heute schon da ist. Eine Sache war schon da und zwar von Victoria. Sie hat mir eine Nachricht geschrieben, dass sie mir was geschickt hat. Ich kann dir leider weder auf Nachrichten noch auf Kommentare antworten. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das irgendeine Einstellungssache ist. Auf jeden Fall habe ich versucht, dir zu antworten, aber es ging leider nicht und ich wollte auch schon öfter deine Kommentare beantworten, aber ja, irgendwie wird das dann nicht gesendet, wenn ich den Kommentar abschicken möchte. Auf jeden Fall ist dein Päckchen angekommen und ich sage jetzt schon mal ganz, ganz vielen lieben Dank an dich. Ich werde das aber erst morgen oder übermorgen auspacken. Also ich werde morgen noch mal zu der Post gehen und fragen, ob die zwei anderen Päckchen schon da sind. Und wenn die dann da sind, werde ich das dann entweder morgen oder übermorgen zusammen auspacken in einem Video für meinen Beauty-Kanal. Aber nur damit du Bescheid weißt, dass ich dir leider nicht antworten kann und dass es angekommen ist und ich mich jetzt schon freue und sehr gespannt ist, was drin ist. Ich bin heute mal wieder in diesen anderen Supermarkt gegangen, weil der auf dem Weg liegt, um zu schauen, ob die Pizza noch haben. Meine Lieblingspizza, außer die Pizza von meiner Mama, aber meine liebste Fertigpizza. Und es gibt die tatsächlich noch. Das heißt, jetzt überlege ich, nehme ich eine mit oder warte ich, bis die im Angebot ist. Aber hier bekomme ich nicht mit, wann die im Angebot ist. Ich weiß nicht, wieso die meinen Supermarkt nicht mehr hat. Das ist echt ärgerlich, weil die ist so lecker. So, also die Pizza habe ich jetzt nicht mitgenommen, aber dafür habe ich eine neue Süßigkeit für mein Süßigkeiten-Testen-Video im August entdeckt und das habe ich jetzt gleich schon mal mitgenommen. Das heißt, für August habe ich dann schon zwei Sachen. Ich habe gerade geschoben und überlegt, was wäre, wenn der Küchentisch hier stehen würde und wenn hier am Regal so ein, am Regal, an der Couch so ein Regal hochgehen würde mit so Fächern, also von beiden Seiten so ein offenes Regal, dass es quasi hier so eine Wohnwand ist und die Couch dann abgegrenzt ist. Aber das ist hier ziemlich eng. Vor allem, wenn hier dann eben noch so ein Regal wäre, was ja im besten Fall bis hier vorgehen würde. Und dann steht das ja auch ein bisschen rein und dann ist hier schon der Stuhl. Und selbst wenn der Stuhl hier nicht wäre, wäre das ziemlich eng. Also ist es nicht möglich. Hätte ich irgendwie cool gefunden, wenn hier so eine Wohnwand hochgehen würde und man dann quasi die Küche nicht sehen würde, weil die ja nicht so hübsch ist. Naja. Man könnte höchstens, was auch doof ist, wenn man von der Arbeitsfläche einen Teil, also wenn man die hier abschneiden würde und den Tisch weiter hier ranrücken würde, aber dann steht das ja hier wieder rein und dann würde ich den Kühlschrank nicht aufbekommen. Von dem her gibt es keine andere Möglichkeit, als wieder alles so hinzustellen, wie es vorher war, mal davon abgesehen, dass ich ja auch nicht so ein Regal habe, wie ich es gerne hätte. Ich glaube, von IKEA gibt es das. Naja. War ein Versuch.
Guck mal, was hier im Feld sitzt. Schaut aus wie Rehohren. Abendessen für die Babys. Na, ihr zwei. Ach, da ist der Simba ja auch noch. Hallo. Abendessen für die Babys. Für mich gibt es jetzt auch Abendessen und zwar mache ich mir Zucchini. So, ich habe jetzt einfach ein bisschen Schafskäse über die Zucchini gegeben und gesalzen. Und das war's. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.